Hallo, ich bin's, der Matthias. Heute gibt es ein Haltungsvideo zum Geißelskorpion. Und zwar Tibopeltis Species Java. Und das heißt, diese Tiere kommen aus Indonesien, Java. Die Haltungstemperaturen tagsüber 26 bis 28 Grad und bei Nacht kann es runtergehen um 20 Grad. Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 80 Prozent. Sie können eine Körperlänge erreichen von 7 bis 8 cm. Ich halte meine beiden Tiere in einer Faunabox mit einer Größe von 30 cm Länge, 15 cm Höhe und 20 cm Tiefe. Das reicht vollkommen aus, weil Tiere noch nicht ausgewachsen sind. Sie ähneln sehr einem Skorpion, aber am Korbend haben sie keinen Stahl, sondern eine Peitsche. Und mit der Peitsche können sie ganz gezielt essigsäuriges Sekret sprühen. Das geht dann dem Feind immer direkt in die Augen. Meine versucht gerade Beute zu machen. Habe ich meinen größeren Melwurm Sarium gesetzt. Und packt ihn auch schon. Sieht sehr gut aus. Denn dieser Melwurm hat sich gerade frisch gehäutet und ist dann noch ziemlich weich. Das ist dann das ideale Futter für diese faszinierenden Tiere, die Geißelskorpione. Es ist eine wunderbare Zeichnung am Abdomen, so wie eine Art Muster. Haben zwei Zangen zum Beute festhalten und dann noch kleinere Mundwerkzeuge, um die Beute zu verschlingen. Ebenso haben sie zwei lange Taster, mit denen sie nach ihrer Beute tastet. Sieht fast so aus wie bei der Geißelspinne, aber sind nicht miteinander verwandt. Der Bodengrund des Terrariums oder der Faunabox sollte mindestens 5 cm hoch sein, da die Tiere sich gerne vergraben und eigene Höhle bauen. So in meiner haben sie eine wunderbare tiefe Höhle gebaut. Dann habe ich noch etwas Moos hineingebracht in die Faunabox. Und das tue ich dann jeden Tag zwei, dreimal besprühen. Und von dem Wasser auf dem Moos trinken sie auch. Also ich habe kein separates Trinkgefäß in der Faunabox. Das klappt wunderbar. Okay, wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Like da. Ansonsten, see you later, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.